Tradition und Innovation können Hand in Hand gehen. Birgit Müller beweist das mit ihren Unternehmen. 2011 hat sie die Tischlerei übernommen, die ihr Großvater gegründet hat, und den Betrieb mit viel unternehmerischem Gespür neu ausgerichtet. 2018 kam ein Küchenstudio dazu. Synergien können optimal genutzt werden. Mit ihren 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichert sie den Erfolg der Unternehmen. Im Handwerk in einer vermeintlichen Männerdomäne steht die Unternehmerin erfolgreich ihre Frau. Verantwortungsbewusst, zukunftsorientiert und engagiert. Da wir ein Traditionsunternehmen sind, von 1931 gegründet wurden und ich eben die dritte Generation bin, war es für mich eine Herausforderung, dieses Unternehmen weiterzuführen in die dritte Generation. Und auch mein Ziel ist es ja, das auch in die vierte Generation zu übergeben. Mich motiviert jeden Morgen die Arbeit mit den Mitarbeitern und auch mit den Kunden und diese täglichen Herausforderungen, die ich habe und diese Vielfältigkeit in diesem Beruf. Ich möchte gerne zeigen, dass man eben auch als Frau in einem traditionellen Handwerk-Männerberuf auch was erreichen kann und auch als Frau, trotzdem man eine Familie hat, zwei Kinder hat, auch trotzdem einen Betrieb führen kann. Es ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber das schafft man. Also es ist total klasse, es macht Spaß. Und, ja.